Freude herrschte, denn die ILA findet endlich wieder statt. Wir waren beim Presserundgang mit dabei und starteten am Stand von Berlin und Brandenburg. Ein Highlight jagte das nächste. Bei Rolls-Royce vorbeizuschauen ist natürlich ein solches, ganz bestimmt. Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind. Danke fürs Interesse. Wir wollen heute gemeinsam mit Dietmar Wolke hier in der Preview für die ILA ein Zeichen setzen. Natürlich wieder einmal für die Hauptstadtregierung Berlin-Brandenburg. Wir waren an einem gemeinsamen Stand der beiden Bundesländer, mit dem wir angefangen haben, haben hier ganz viel auf das Schlüsselloch der Zukunft blicken können. Es ist natürlich ein Schaufenster für unsere Region, für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg insgesamt. Wir haben auch gehört heute in dem Rundgang, dass der wirtschaftliche Erfolg, den wir in den letzten Jahren haben, sowohl in Berlin wie auch in Brandenburg, natürlich auch sehr viel mit dieser Messe zu tun hat. War das für den Mitveranstalter, den BDLI, ein entscheidender Grund, sich auch in diesem Jahr für Schönefeld zu entscheiden? Ja, der Standort Berlin-Brandenburg hier im Herzen der Metropolregion ist seit über 30 Jahren Standort und Austragungsort für die ILA Berlin, wo die weltweite Luft- und Raumfahrt hierher kommt. Es ist eine auch politisch sehr wichtige Messe und in diesem Jahr, haben Sie gesehen, ist ja auch die Kommission, die Europäische Kommission Partner der ILA. Nein, fertig ist sie noch nicht. Aber alles, was ich sehen konnte, weckt die Neugier in mir und ist mein absoluter Top-Tipp, die DLR-Halle. Die ILA 2022 ist nach der Pause 2020 auch für uns ein absolutes Highlight. Die ILA ist für das DLR die Haus- und Hofmesse, die nationale Messe in Deutschland. Und wir demonstrieren an 36 Experimenten, Missionen und Vorhaben das, was zum Beispiel unsere Vision vom emissionsfreien Fliegen auszeichnet oder was zeigt, warum Raumfahrt für uns zum Werkzeug geworden ist. Taxi gefällig? Ich habe eines gefunden und bin damit ab in die gar nicht so ferne Zukunft unterwegs. Das ist hier ein schönes Spielzeug, aber das wird schon sehr umlagert werden, glaube ich. Das ist die Hoffnung. Das ist kein Spielzeug, das ist ein Fluggerät und das soll uns in Kürze genauso durch die Stadt transportieren, wie wir das mit dem Uber machen, mit einer S-Bahn oder mit Bussen.